kurzem habe ich die Geschichte in 2. Mose gelesen, wo es um das bittere Wasser geht, wo es um Mara geht. Und die Situation war die, dass das Volk unterwegs war und sie hatten schon länger kein Wasser mehr. Und jetzt haben die Ersten gesehen, da vorne, das sieht aus wie Wasser, und sie sind losgerannt, um an dieses Wasser zu kommen. Und das Wasser, als sie es probiert haben, war bitter. Mara heißt bitter. Ich habe darüber nachgedacht und es war wohl bei dem Volk damals auch so, dass sie so enttäuscht waren, dass das, was sie erwartet hatten, nicht so geschmeckt hat, wie sie es dachten, dass das Wasser bitter war. Ich kenne ganz viele Menschen, die mit Bitterkeit zu kämpfen haben. Bitterkeit macht etwas in unserem inneren Menschen. Bitterkeit ist etwas, wo wir Dinge erwartet haben und sie sind nicht so gekommen, wie wir es dachten. Bitterkeit entsteht, wenn eine lange Zeit anhält, wo sich die Dinge nicht zum Positiven ändern. Das Volk damals schrie zu Gott und es heißt, auch Mose schrie zu Gott. Gott sollte etwas ändern an dieser Situation. Und Gott hat sich zu dem Volk gestellt und er hat Mose ein Holz gezeigt. Mose sollte ein Holz in dieses bittere Wasser stecken. Und Mose tat das. Und das Wasser, so heißt es in der Bibel, es wurde süß und sie konnten trinken. Was ist dieses Holz heute in unserer Situation für uns heute? Das Holz ist ein Zeichen für das Kreuz Jesu. An dem Kreuz Jesu entschied sich alles für uns, entschied sich unsere ganze Rettung, unsere ganze Wiederherstellung. Das Kreuz trägt die Bitterkeit aus unserem Leben. Das Kreuz ist etwas, wo du deine Bitterkeit, die du vielleicht über Situationen, über Menschen, über Dinge, die in der Vergangenheit in dein Leben gekommen sind, wo du das ablegen kannst. Mediziner haben festgestellt, dass Bitterkeit, wenn Bitterkeit in Menschen ist, dass Menschen dadurch krank werden. Es sind die unverarbeiteten Erlebnisse, die in der Vergangenheit gewesen sind und die zu einer inneren Haltung wurden, zu einer inneren Überzeugung wurden. Und diese Bitterkeit, die wird mitgenommen aus den Erfahrungen früher und sie bleibt und sie geht mit in das Neue, in den neuen Tag hinein. Es gibt eine Lösung, diese Bitterkeit abzulegen und die Lösung ist das Holz. Es ist das Kreuz. Du kannst diese bitteren Erlebnisse der Vergangenheit mit den Menschen, die du da erlebt hast, die Herausforderungen, dieses ganze Ding, das kannst du nehmen und sagen, Herr Jesus, ich bringe dir diese Bitterkeit. Bitte löse das auf in meinem Leben. Nimm das weg. Ich lege das vor deinem Kreuz ab. Und du wirst merken, dass das, was du da ablegst, dass es nicht mehr zu deinem Leben gehört, dass du dich davon distanzieren kannst. Vielleicht ist das nicht ein Gefühl, sondern es ist ein Überzeugtsein von den Dingen, die du am Kreuz Jesu abgelegt hast. Und wenn diese Gefühle wiederkommen, die Bitterkeit in dem inwendigen Menschen produzieren, dann kannst du sagen, nein, stopp, ich habe diese Bitterkeit abgegeben. Dieses bittere Wasser werde ich nicht mehr schmecken. Ich werde nicht mehr die Bitterkeit aus diesen Situationen von den Menschen, ich werde es nicht mehr mitnehmen, sondern ich habe es abgelegt an dem Kreuz Jesu. Vielleicht hilft es dir, wenn du dir einen Zettel darüber schreibst und ihn vielleicht in deine Bibel legst, vielleicht auch mit den Namen von den Menschen, die Bitterkeit in dein Leben gebracht haben. Du musst immer wissen, es sind nicht die Menschen, sondern es ist der Feind, der die Menschen gebraucht hat, um in deinem Leben Bitterkeit aufzurichten. Das, was dein Leben verändert, ist das Ablegen am Kreuz. Das Holz
machte das bittere Wasser von Mara süß. Und das gilt für dich heute auch. Lass nicht die Bitterkeit in deinem Leben sein, sondern leg sie ab und geh dann weiter. Lass die Leute los, lass die Menschen los, lass die Erinnerung auch los. Und du wirst merken, du musst es nicht mitnehmen in deine Zukunft, sondern heute kann ein Tag sein, an dem du eine Entscheidung triffst, nämlich die Entscheidung, am Kreuz die Dinge zurückzulassen und hineinzugehen in etwas Neues, was Gott für dich hat. Gott hat mehr für dich.